Das ist schon geil in der Formel E, ist ja richtig Kontaktsport auch, ne? Da hörst du halt auch, wenn es scheppert. Ich will es laut haben. Früher sind wir mit dem Pferd zur Arbeit geritten, Pferde gibt es halt auch immer noch. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Das Geile ist ja hier diese 600 PS, das zuckt schon. So, wer von euch hat einen Turbo als Serienauto? Überleg gerade nicht, das ist, ich habe ein Leasing. Aber die DTM 2019 ist zu Ende und das heißt eine Saison mit neuen Motoren, neuem Reglement, neuen Partnerschaften und natürlich auch einem neuen Hersteller in der Rennserie. Das heißt für uns, wir werfen mal einen Blick zurück auf die vergangene Saison mit zwei prominenten Gästen. Das ist einmal Run Racing-Moderator, schwieriges Wort, Matthias Killing. Schön, dass du da bist. Und dann noch der leitende Redakteur von Motorsport Magazin, Robert Seiwert. Schön, dass ihr da seid. Aber wir wollten noch ein bisschen mehr Prominenz reinholen und deswegen haben wir euch hier vorbereitet Statements vom CEO Automotive von Schaeffler, Matthias Zink, und dem BMW Motorsportdirektor Jens Marquardt. So ist der Name. 4 Namen, jetzt habe ich es geschafft. Also, wir legen gleich los, wie es im Motorsport ist. Ich spiele euch jetzt gleich mal das erste Statement vor. Also für uns, für unsere Produkte, für unsere Entwicklung ist Motorsport definitiv unabdingbar. Wir transferieren wirklich Technologie von hier, vom Rennplatz in die Serie, und wir begeistern auch unsere Mitarbeiter für die Technik. Von der Rennstrecke in die Serie. Würdet ihr dem zustimmen und sagen, Motorsport ist wirklich Technologieentwicklungsplattform? Ganz sicher sogar, weil die Automobilhersteller natürlich zum einen, glaube ich, eine Serie wie die DTM nach wie vor als Marketingplattform sehen, aber sicherlich auch, um die ein oder andere technologischen Schritt zu machen. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Das wird gut funktionieren und der Käufer zu Hause soll ja denken, okay, das funktioniert im Rennsport, wenn ich beispielsweise eine bestimmte Technologie im Bremsbereich dann in meinem Serienfahrzeug habe, das funktioniert auf dem Hockenheimring, dann muss das ja auch bei mir auf der Straße funktionieren. Das muss gut sein. Ich glaube, Rennsport impliziert automatisch auch eine gewisse Qualität. Rennsport als Technologieentwicklungsplattform. Matthias sagt ganz klar ja. Was sagst du? Ich sage ganz klar jein. Ja, also auf dem einen... Der klassische Journalist. Ich sage jein. Genau. Nein, ich habe schon ganz klare Kante. Also ja, Matthias sagt das natürlich vollkommen richtig. Motorsport ist auch Entwicklung. Man sagt ja von der Strecke auf die Straße. Logisch. Ja, das sieht nein, und das ist natürlich ein bisschen ausführlicher. Es ist natürlich auch viel Marketing, das muss man auch mit dazu sagen. Denn wie viel Carbon wird denn tatsächlich, das im Motorsport ja viel verwendet wird, was sieht man davon auf der Straße? Warum ist es super teuer, wie die meisten Technologien im Motorsport eben? Und Kosten sind halt nicht nur im Motorsport, sondern auch auf der Straße ein Faktor. Also deshalb muss man sagen, ja und auch nein irgendwo. Ja, natürlich Bremsen, Aerodynamik auch, klar, das spielt alles irgendwo auch auf der Straße eine Rolle. Aber wenn man so wirklich in diese High-Profile-Motorsport-Geschichten reingeht, dann ist es doch ein bisschen zu teuer für die Straße, muss man auch dazu sagen. Was vor allem deins auch unterstützt, was du sagst, ist ja, dass die DTM beispielsweise, die erste DTM, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, deutlich mehr mit den Serienfahrzeugen zu tun gehabt hat als die Autos heute. Damals habe ich das eine E-Klasse oder ein BMW oder ein Alpha beispielsweise mit Nicola Larini. Der ist gefühlt so etwas anders auf der Straße rumgefahren. Das stimmt. Das ist, früher war es so ein bisschen so Heckspoiler dran, bisschen mehr PS rein und zack war es das DTM-Auto. Heute ist es anders. Wir haben ja auch umbauen müssen vom V8 auf den Turbo 4er. Das heißt, das ist schon mal komplett anders von der Konstruktion her. Ist aber ein spannendes Thema. Wir bleiben mal dran zum Thema Technologie. Ihr seid ja viel unterwegs. Ich weiß gar nicht, bist du auch in der Formel E schon unterwegs gewesen? Nein, überhaupt nicht. Also als Zuschauer ja, aber arbeitstechnisch noch nicht. Ich hoffe, das erlebe ich irgendwann nochmal, weil ich großer Fan dieser Serie bin. Gruß an die Sat1-Kollegen. Du bist da ganz viel unterwegs in allen verschiedenen Serien, auch Formel 1. Deswegen sehr gespannt, was du da drauf sagst. Unsere nächste Frage. Also ich glaube, es geht primär schon um Technologie. Es geht um Beschleunigen, Bremsen, Energie, Leistung. Zumindest für mich als Ingenieur ist das die Hauptbetrachtungsweise oder Warte. Aber ja, Geräusch, Emotionen, Vibrationen gehört schon auch mit dazu. Ja. Kannst du zustimmen? Motorsport muss technologischer werden und nicht lauter unbedingt? Ah ja, da kann man jetzt stundenlang drauf antworten. Also Ich bin ja relativ häufig bei der Formel E vor Ort seit der ersten Saison und wir haben dieses Geräusch, kein Geräuschthema, das begleitet mich seit 5 Jahren im Prinzip. Und ich sage, ich kann jeden Motorsportfan verstehen, der sagt, Sound gehört für mich dazu, ich will, dass es laut ist, es soll ein Happening sein, das ist wie beim Rockkonzert, es muss auch laut sein, ich will es nicht leise haben. Ich tue mir ein bisschen schwer damit, wenn Leute sagen, das ist kein Motorsport. Die Formel E ist Motorsport, weil da sitzen Menschen in einem Rennauto und sie versuchen als Schnellste die Ziellinie zu überqueren und das definiert eben den Motorsport. Gleichzeitig, und deshalb sind wir hier bei der DTM, mögen wir auch den Sound halt eben. Also warum immer dieses entweder dies oder das? Es gibt auch viel, viel mehr halt irgendwo. Und Technologie spielt in der Formel E, würde ich sogar behaupten, eine größere Rolle als in der DTM, allein schon wegen der Aktualität. Aber ist es nicht so, dass wenn man hier wie eine DTM, wo du quasi schon eine sehr, sehr lange und erprobte und langjährige Technologie hast, wie eben Verbrennermotor, da nochmal ein Quäntchen rauszuholen, ist das nicht technologisch die höchste Leistung, wenn man das hinkriegt? Ja, da müsst ihr jetzt Ingenieure fragen, das machen wir auch die ganze Zeit, wir reden aber nicht so gerne darüber. Ja, natürlich, klar. Ich meine, wir haben in der Serie natürlich viele Verbrennungsmotoren, relativ wenige Formel E-Autos fahren auf der Straße, Elektrifizierung steht in den Kinderschuhen, zumindest in Deutschland, leider. Und von daher, ja natürlich, also der Verbrennungsmotor hat eine Zukunft, den sehen wir überall und der muss weiterentwickelt werden. Das sehen wir bei TFSI-Motoren zum Beispiel und da ist auch noch natürlich Luft nach oben. Das Thema ist ja nicht tot, das dürfen wir mal nicht vergessen. Die Frage aller Fragen jetzt auch an dich, Matthias. Petrolhead oder Lithiumhead? Oh, um Gottes Willen. Also vor 3 Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt Petrol, aber mittlerweile hat auch bei mir persönlich ein Umdenken stattgefunden. Das Problem, was ich bei der Elektrifizierung sehe, der Automotor, der Ottomotor, der Benzinmotor, wie auch immer, das war eine Entwicklung über 100 Jahre, wo wir jetzt stehen. Bei der Elektrizität reden wir von 5 Jahren. Geben wir dem Ganzen doch mal 20 Jahre Zeit. Ich glaube, dann wird die Welt anders aussehen. Zu sagen, wir müssen jetzt alle in den nächsten 3 Jahren umsteigen oder in den nächsten 5 Jahren. Ich halte das für viel zu schnell, weil einfach die Infrastruktur nicht mal ansatzweise in Deutschland da ist. Nicht mal ansatzweise. Das geht ja schon los mit diesen ganzen unterschiedlichen Stecksystemen. Dann, wie bezahle ich den Strom? Warum dauert das Tanken 1,5 Stunden oder 2 Stunden? Insofern finde ich, ist die Formel E nice to have. Das ist spannend zu sehen. Auch, ich halte das wie du zu 100% für Höchstleistungssport auf allen Ebenen. Aber es ist eben auch natürlich wieder eine große Marketingmaschine. Vielleicht sogar vorschnell von dem einen oder anderen zu sagen, als Hersteller, wir setzen nur noch auf die Formel E. Denn gerade was das Thema Hybrid angeht, Wasserstoff etc., haben wir auch eine Menge Potenzial. Also wichtig für dich, dass man beide, auch im Rennsport, beide Serien hat oder mehrere Serien sogar. 100%ig, klar. Und ich will es ehrlich gesagt als Fan, und da bin ich wieder bei meinem berühmten Zirkus, ich will es laut haben. Wobei, das ist schon geil in der Formel E, ist ja richtig Kontaktsport auch, ne? Da hörst du halt auch, wenn es scheppert, hier hörst du es ja gar nicht. Und sie haben vor allem auch... Sound gibt es trotzdem irgendwo, ja, genau, ne? Auch in der Formel E. Wir müssen ja auch mal dazu sagen, irgendwo. Früher sind wir mit dem Pferd zur Arbeit geritten, Pferde gibt es halt auch immer noch. Allerdings eher auf der Weide. Gott sei Dank dürfen die aus der Box raus, die Pferdchen, die PS, die wir haben, in der Formel E und in der DTM. Wir haben auch Jens Marquardt vors Mikro geholt und haben ihn mal gefragt, wie fand er eigentlich so die diesjährige Saison? Zufrieden. Auto hat mir auch wirklich das ganze Jahr über super gefallen. Ich hätte es natürlich gerne ganz oben gesehen und mit dem Marco hätten wir das auch, glaube ich, schaffen können. Stark angefangen, einen Durchhänger gehabt, jetzt zum Schluss nochmal einen raushauen. Alles in allem eine tolle erste Saison mit dem 4-Zylinder-Turbo. Wir hätten aber besser sein können. Eine tolle erste Saison, wir hätten besser sein können. Und zwar deutlich. Und zwar deutlich besser. Und ich glaube auch, dass man sich bei BMW das ganz anders vorgestellt hat, dieses erste Jahr mit den neuen Motoren. Und der Anfang der Saison war auch vielversprechend. Ich erinnere noch mal daran, Audi war in allen Testfahrten um Längen voraus. Und es hieß damals schon, Audi wird alles in Grund und Boden fahren. Und auf einmal waren wir in Hockenheim. Und BMW war saustark. Das heißt also, zumindest in meiner Erinnerung, die waren auf Augenhöhe mit Audi am Anfang. Und dann kam dieses Loch, in Teilen für mich unerklärliche Loch. Ich habe ihn oft danach gefragt. Die richtige Antwort habe ich bis heute nicht bekommen. Ich glaube, weil er sie selber nicht weiß. Und dann kommt auch noch Pech dazu. Ich muss nur den Namen Timo Glock nennen. Ich meine, das ist ja der Seuchenvogel der Saison. Das heißt, da ist bei BMW viel zusammengekommen und ein berühmter Fußballer, ich glaube Andi Breme, was hat mal gesagt, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, und das gilt in großen Teilen für BMW, die ja jetzt in Hockenheim am Schluss nochmal gezeigt haben, dass mit ihnen durchaus zu rechnen ist. Du sagst es schon, echte Probleme dabei, wobei Marco hat ja eigentlich den historisch wichtigen Sieg eingeholt, das erste Rennen auf den Turbomotoren hat Marco Wittmann gewonnen. Was würdest du sagen? Jens sagt zum Schluss, alles in allem sind wir eine gute Serie gefahren, wir hätten besser sein können. Stimmst du zu? Ja, das wird den Marco natürlich wahnsinnig interessieren, dass er dieses eine Rennen gewonnen hat. hat, der hätte wahrscheinlich noch ein paar ganz gerne mehr gewonnen. Ich muss aber sagen, Marco ist das Aushängeschild von BMW. Das ist er seit 2014, seit er eben seinen ersten Titel von 2 geholt hat. Und er war auch in dieser Saison wieder absolut over the top. Und das Problem von BMW war einfach in der Breite. Was war denn da los? Also da kam Marco Wittmann und da kam aber ganz lange nichts. Da müssen wir Philipp Eng erwähnen, der war am Anfang der Saison sehr gut. Und dann ging es aber auch kollektiv runter bei BMW. Also so ab Saisonmitte, ab Misano kann man sagen, da war ein riesengroßer, ja, was ist denn passiert eigentlich? Das war die Kombination aus dem Motor, aus der Zuverlässigkeit, auch aus den Reifen natürlich, der Umgang mit den Hankook-Reifen. Ganz schwieriges Thema. Das haben sie lange gebraucht, bis sie es mal drauf hatten. Und da hat Audi, muss man leider sagen, am Ende einen besseren Job gemacht. Auch angeführt von ja, Ulrich Baretzky, der Motorenpapst, den muss man erwähnen hier, der hat einfach diese Saison zumindest ein besseres Paket geholt, gebaut und BMW musste aufholen. Obwohl auch Audi natürlich, was den Motor angeht, am Limit gewesen ist. Ich erinnere an die ganze Push-to-Pass-Diskussion, warum habt ihr das nicht genutzt? Und René Rast, oh, ich hab's vergessen und so, halte ich bis heute für eine Ausrede. Es ist schon so, dass natürlich dieser Motor viel, viel anfälliger gewesen ist, als der Motor 2018 oder die V8-Motoren eben früher. Und ich hatte oft das Gefühl, es ist so ein Tanz auf der Rasierklinge. Bei Aston Martin sowieso, aber eben auch bei BMW und in Teilen auch bei Audi. Weil ich glaube, wir haben dieses Jahr Motorenausfälle erlebt, wie gefühlt die 5 Jahre davor zusammen. 4-Zylinder-Turbo anstatt V8-Motor und das ist, was Jens Marquardt über den Turbomotor sagt. Das ist neue, das ist aktuelle Technologie, ja, macht absolut Sinn, ist super effizient, richtig gut Leistung, für die Fahrer ein Riesenspaß zu fahren und Serienautos sind auch fast alle Turbos. So, wer von euch hat ein Turbo als Serienauto? Also, dann fang du mal an. Ich überlege gerade nicht. Das ist, ich habe ein Leasing. Aber so. Nee. Das Geile ist ja hier diese 600 PS, das zuckt schon. Also jeder, der den Rennsport liebt, jeder, der Autos liebt, ist dieses Jahr wirklich auf seine Kosten gekommen, weil das ist auch für die Fahrer nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. Und vor allem, man muss ja bedenken nochmal, dieses Auto war für einen V8 gebaut. Da jetzt einen Turbo-Vierzylinder reinzubauen, ist natürlich konstruktionsmäßig auch schon eine echte Meisterleistung gewesen. Jens Marquardt sagt, ja, richtige Entscheidung, Turbo für DTM, was sagst du? Ja, jetzt, du sagst es gerade schon, wir können jetzt natürlich stundenlang über das Packaging sprechen, wie es so schön heißt, aber in Wahrheit ist es halt geil, wie die Kisten aus den Kurven rauskommen. Ja, das geht ein bisschen quer, die müssen, das ist das Schönste beim Saisonauftakt in Hockenheim, wenn man sich das angeschaut hat, wie die am Lenkrad gedreht haben, das habe ich lange nicht mehr in der DTM gesehen. Mega cool. Und das kommt noch dazu, ich habe ja immer die große Freude, die Jungs direkt nach dem Aussteigen Mikro unter die Nase zu halten. Letztes Jahr kamen die mir, ich will nicht sagen entspannt, aber deutlich entspannter entgegen und auch deutlich weniger geschwitzt als jetzt. Das heißt, auch die Arbeit für die Fahrer war eine ganz andere und es kommt eben bei diesen Autos mehr denn je wieder auf den Fahrer an. Und das wollen wir doch sehen als Fans. Wir wollen auch gucken, apropos sehen, wie es weitergeht mit der DTM, zumindest wenn es nach Jens Marquardt und Matthias Zink geht und das waren ihre Antworten. Die Zukunft haben wir selber in der Hand oder hat die ITR, hat die DTM in der Hand. Ich denke, es gibt auch für verbrennungsmotorische Antriebe noch genug Optimierungs- und Technikfelder. Ob das Hybridisierung ist, ob das synthetische Kraftstoffe sind, da würde ich mich nicht der E-Mobilität ergeben, sondern ich würde speziell im Bereich Hybridisierung weiterkämpfen. Na gut, wir haben ein erstes Jahr jetzt hingelegt mit Aston Martin als drittem Hersteller. Die haben auch, glaube ich, eine gute Lernkurve hingelegt. Und ich denke, wir haben jetzt hier mit 3 japanischen Autos auf der Grid gezeigt, wo geht die Reise hin. Wir sind im November noch in Fuji, fahren das erste gemeinsame richtige Event. Die Zukunft ist, glaube ich, klar definiert und wir freuen uns drauf. Und mit dem neuen Partner an Bord, wer weiß, Richtung Hybridisierung und allem, was noch kommen kann, da sind, glaube ich, noch einige Kapitel, die wir mit der DTM schreiben können und die wir schreiben werden. Beide sehr zuversichtlich, da sagen sie, Drehbuch ist noch nicht zu Ende geschrieben. Was sagt ihr, wie geht's weiter mit der DTM? Ja, hoffentlich geht's weiter und hoffentlich geht's auch gut weiter. Es gibt so viele Themen im Moment. Wir haben einen neuen Namen soll kommen, eine Hybridisierung, dann ja die Japaner, die wir hier fahren haben. Also es gibt so wahnsinnig viele große Themen. Hybridisierung, ganz kurz, nur du wirst dann auch noch was zu sagen. Ja, warum denn nicht? Mein Gott, also, wo ist denn das Problem? Die Autos sind ja schon vorbereitet. Es gibt in der Motorhaube, im Motorraum gibt es einen Freiraum für ein kleines Hybridsystem, Einheitsbauteil gar nicht mal zu teuer. Gibt noch ein bisschen mehr Bums beim Drehmoment, kann ja nicht schaden. Von daher sage ich erstmal, ja, macht's halt, aber macht's bitte auch. Hybridmotor auch in der Formel 1. Plötzlich gar kein Thema mehr, Standard heutzutage sozusagen. Wie siehst du die Sache DTM weiter? Wie geht's weiter? Hoffentlich ja mit dir. Jetzt musst du was Positives sagen, sonst haben wir dich ja auch nicht mehr hier. Das hoffe ich auch, zumal wir gerade erst angefangen haben, gefühlt. Und ich kann nur so viel sagen, wir sind nicht gekommen, um wieder zu gehen. Thema Hybridisierung sehe ich wie du. Das, glaube ich, wird kommen. Sollen sie jetzt möglichst schnell machen. Internationalisierung, ja und nein. Ich verstehe den Ansatz. Ich glaube aber, die DTM darf ihren Kern, nämlich Deutschland, nicht verlieren, weil sie sonst ganz viele Fans verprellen würden. Ich finde, wir sind an der Grenze, was bei 10 Rennen, 4 Rennen in Deutschland angeht. Ich hätte mir eher 5-5 gewünscht fürs nächste Jahr. Es sind jetzt 4:6, sprich 6 Rennen im Ausland. Ich glaube, das ist die Grenze. Und meine persönliche Meinung, ein so gelernter Name wie die DTM, das kennt jedes Kind da draußen. Das darfst du nicht verändern. Was ich beim Blick in die Zukunft sehe, ist Gerhard Berger. Wer weiß, vielleicht schafft er es vor allem als allererstes eine 4. Marke in die DTM zu. Und ich glaube, das wäre der erste wichtige Schritt. Opel, Alpha, wen auch immer. Das wäre, meine Opel-Fans in Deutschland, oder? Ich meine, du weißt es besser. Das wäre ein Kracher. Oh, wie viele Nachrichten kriegen wir? Wann kommt denn Opel wieder zurück in die DTM irgendwo? Ja, na klar, sicher, wollen wir doch haben. Und ich gebe dir vollkommen recht, das ist das Allerwichtigste halt. Man muss erstmal mehr Hersteller haben. Bevor man über Hybrid, das muss man auch drüber nachdenken. Aber die Basis dieser DTM muss einfach sein, viele Hersteller zu haben, um den Wettbewerb damit zu sichern. Also, aber Robert, da würde mich deine Meinung auch nochmal interessieren, dieser Name. Also ich finde das Wahnsinn, diesen Namen wegzutun, oder? Ich wollte gerade sagen, soll ich mal gerade gehen? Nein. Ja, Matthias, absolut Zustimmung. Zustimmung zu 100%. Ich kann verstehen, dass es die Idee gibt, den Namen zu ändern. Aber am Ende des Tages, DTM ist DTM. Und auch meine persönliche Meinung, auch volle Zustimmung, sollte man nicht ändern. Der Name steht für sich, der Name ist eine Marke, ist eine Brand. Und da sollte man sehr vorsichtig sein, wenn man da was dran ändern möchte. Das hat schon mal 95, 96 nicht so richtig gut funktioniert. Der eine oder andere kann sich an den Kostentod der ITC damals, erinnern. Brauchen wir nicht nochmal. Es gibt noch ganz, ganz viele Themen, die, glaube ich, hier interessant werden, die wir noch besprechen können und was uns natürlich auch brennend interessiert. Wir diskutieren ja noch eine Runde weiter. Was ist denn Ihre Meinung zu dem Thema? Einfach kommentieren unter dem Video. Wir freuen uns drauf. Bis dann, danke euch nochmal und alles Gute. Noch besser als Motorsport ist für mich: Da gibt es nichts anderes. Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Die höchste Geschwindigkeit, mit der ich geblitzt wurde, war 43 zu viel. Ja, aber auch einen Monat weg. Bei 41 ist er weg, weil ich hätte mal 41, da war er weg. Wäre ich nicht Journalist geworden, wäre ich Rennfahrer geworden. Animateur auf einem Kreuzfahrtschiff. Damit habe ich angefangen 1998 und wahrscheinlich wäre ich da geblieben. Also Clubtanz. Kannst du da noch was? Ja, natürlich. Also, nee, leider nicht. Ich habe gerade Knie. Ah, ich habe Rücken. Ich habe Rücken.